Wie viel Sex braucht der Kinderwunsch? Diese spannende Frage möchte ich mit euch im heutigen Video diskutieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Sagen Sie mal, Frau Doktor, wann muss ich wie oft mit meinem Mann Verkehr haben, damit ich möglichst schnell schwanger werde? Naja, manchmal ist man dann schon versucht zu sagen, einmal zum Eisprung. Du kannst damit Glück haben, aber das kommt nicht immer hin. Es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen, dass du nur zum Eisprung Verkehr hast. Der eine ist, dass selbst bei einem schönen 28-Tage-Zyklus der Eisprung nicht immer in der Mitte am 14. Zyklustag sein muss. Der Eisprung kann bis zu 4 Tage früher sein, sprich ab dem 10. Zyklustag, oder aber bis zu 4 Tage später, sprich bis zum 18. Zyklustag. Das heißt, wenn du dich jetzt so auf deinen 14. Zyklustag eingeschossen hast, und dein Eizellbläschen ist schon am 10. Zyklustag gesprungen und deine Eizelle wartet auf die Samenfädchen, dann wartet die Eizelle vergebens, denn dann kann es sein, dass sie nicht mehr befruchtbar ist, wenn du dann am 14. Tag Verkehr hast. Und hast du am 14. Tag Verkehr und dein Eizellbläschen lässt sich ein bisschen Zeit und dein Eisprung ist erst am 18. Zyklustag, dann sind die Samenfädchen oft schon ein bisschen alt, um das Ei zu befruchten. Außerdem wäre es günstig, wenn du schon kurz vor dem Eisprung Verkehr hättest, damit die Samenfädchen hier im Eileiter schon auf dein Ei warten. Und im Hoden ist es so, dass wir so ein Angebots- und Nachfragespiel haben. Das heißt, wenn der Hoden merkt, keiner interessiert sich für meine Samenfädchen, dann stellt er die Produktion ein. Hast du nur zum Eisprung Verkehr, dann hast du nur alte und langsame Samenfädchen, die es zum Teil dann gar nicht schaffen, die Gebärmutter hoch bis in den Eileiter zu kommen und dort dann auch noch die Eizelle zu befruchten. Deshalb ist es günstiger, ein bisschen häufiger Verkehr zu haben und auch ein bisschen vor dem Eisprung Verkehr zu haben. Aber wie kriegst du das jetzt raus, wenn du vorm Eisprung bist? Ich bin kein Fan von diesen Zyklus-Apps, die dann immer nur gucken, wie lang ist dein Zyklus und dir ungefähr sagen, wann dein Eisprung ist. Ich mag diese gute alte Temperaturkurve. Da findest du auch einige Videos hier zum Kanal und dann kannst du einmal schauen, wie die geführt wird. Kurz zusammengefasst, du misst jeden Morgen vorm Aufstehen deine Temperatur, trägst das in so eine Tabelle ein und guckst dann, wann die Temperatur so ein bisschen runtergeht und wann sie dann so ein halbes Grad hochgeht und im Idealfall auch wirklich dann oben bleibt bis zur Periode. Dieses runter und dann hoch, das ist der Bereich des Eisprungs. Und wenn du diese Temperaturkurve führst, dann merkst du auch, dass du rund um den Eisprung so körperliche Veränderungen spürst. Ich habe gerade heute mit einer Patientin telefoniert, die gesagt hat, boah, das ist ja Wahnsinn, was man da so alles merkt. Zum einen hast du oft schon so 1-2 Tage vorher so ein bisschen wie so ein Blähbauch, dass der Bauch so ein bisschen angespannt ist, auch mal so ein bisschen druckempfindlich ist. Und viele Patientinnen können mir auch sagen, auf welcher Seite er mehr druckempfindlich ist. Und da finden wir dann oft auch das Eizellbläschen. Das andere ist, dass du auch mal auf deinen Gebärmutterschleim achten kannst oder auf deinen Gebärmutterhalsschleim. Der Gebärmutterhalsschleim ist am Anfang und am Ende des Zykluses mehr so gelblich zäh und verklebt den Muttermund so ein bisschen, damit die Spermien da so ein bisschen schwieriger hochkommen. Rund um den Eisprung, und das ist meist schon so 3-4 Tage vor dem Eisprung, das erste Zeichen, dass der Eisprung jetzt kommt, ist der Schleim so ein bisschen flüssiger, es wird durchsichtiger und vor allen Dingen, du kannst richtig lange Fäden spinnen. Das sieht aus wie Eiklar. Das ist ein Schleim, der die Spermien gut durchlässt und der die Spermien auch durch die Gebärmutter direkt in den Eileiter durchfließen lässt und nicht hier nochmal eine Barriere bildet. An dem Schleim erkennst du, dass du kurz vorm Eisprung stehst und könntest dann entsprechend auch so deine Aktivitäten planen. Für die WHO ist ungewollte Kinderlosigkeit, wenn du nach einem Jahr regelmäßigem Verkehr, Klammer auf, 2 bis 3 Mal pro Woche und ohne Verhütungsmittel nicht schwanger bist. 80% aller Paare werden, wenn sie regelmäßig alle 2 bis 3 Tage Verkehr haben, in dieser Zeit schwanger. Das hatte einfach eben auch den Vorteil, dass du immer frische Samenfädchen im Eileiter hast, die schon auf dein Ei warten. Sollte dein Eisprung mal ein bisschen unerwartet früh kommen, ist da immer was da. Und du hast immer Samenfädchen, die auch fit sind, die jung sind, weil der Hoden immer nachproduziert. Wenn du lange keinen Verkehr oder wenn ihr zusammen lange keinen Verkehr habt, dann hat dein Partner oft alte Samenfädchen, die nicht mehr so fit sind. Wenn du dann Verkehr hast, wäre es günstig, wenn du da vielleicht so 2-3 Tage vorher bis 2 Tage danach ein bisschen häufiger Verkehr hast, damit eben dann auch hier ein paar mehr Samenfädchen sind, damit das Angebot für das Ei richtig groß ist. Und Stress lass nach. Du solltest auch einen Orgasmus haben beim Verkehr.
Der Orgasmus sorgt dafür, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und Oxytocin sorgt dafür, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht. Das ist dann wie so ein Sog, dass die Spermien nochmal mit so einem kleinen Turbo in die Eileiter katapultiert, damit sie da schneller beim Ei sind. Es gibt auch eine Tageszeitempfehlung, um den Stress nochmal komplett zu machen. Morgens um 7:30 Uhr ist die günstigste Zeit, Verkehr zu haben. Das zumindest sagen einige Studien. Morgens um 7:30 Uhr produzieren Männlein und Weiblein die meisten sexuellen Hormone. Und deshalb ist das ganz günstig, sexuell aktiv zu sein. Und, so der Vorteil laut den Forschern ist, dass wenn du Verkehr hast durch den Orgasmus, endgültig die Ausschüttung von Melatonin gestoppt wird. Melatonin ist das Schlafhormon. In der Folge sollst du fitter und ausgeruhter und ausgeglichener in den Tag gehen. Ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren und eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Also, Sex, um schwanger zu werden, bedeutet 2 bis 3 Mal pro Woche regelmäßig Verkehr, gerne auch schon ein bisschen vor dem Eisprung und da dann auch mal ein bisschen intensiver. Und auch dann morgens um 7:30 Uhr, wenn ihr möchtet, mit einem schönen Orgasmus. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, alles Gute, alles Liebe, eure Heidi.